Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Das freut mich wie immer sehr. Heute habe ich was ganz Cooles vor mit euch. Ich dachte mir, ich möchte so ein Bottle Pure mit euch machen. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Dafür brauchen wir einfach das Ende von so einer Flasche. Wenn ihr keinen zu Hause habt, überhaupt keinen Stress, nehmt einfach eine leere Wasserflasche und schneidet ihn ab. Dann habe ich noch was Neues und zwar, ich bin gerade so ein bisschen dabei, neue Acrylfarben auszutesten und ich habe mir so ganz coole Chamäleonfarben bestellt. Dazu verwenden wir heute Sonnengelb, Orange, Pink, Violett und Blau. Sie haben recht gute Rezensionen. Wir werden sehen, wir werden uns überraschen lassen und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit dem Video. Viel Spaß dabei. Wir starten heute mit einer schwarzen Base. Nicht vergessen, bringt eure Utensilien ein bisschen in Sicherheit. So, Linda. Schwarze Base, wie gewohnt. Okay, ihr Lieben, was ist ein Bottle Pure? Wir werden heute versuchen, mit diesem Endstück einer Wasserflasche eine schöne Blume zu zaubern. Dazu setzen wir unser Gefäß einfach in die Mitte. Und nun habe ich mir überlegt, ich möchte die helleren Farben in der Mitte und die dunkleren Farben außen haben. Dementsprechend starten wir mit der dunkelsten Farbe und gießen das jetzt einfach über unseren Flaschenboden. Und ihr könnt jetzt schon ganz gut erkennen, wie sich kleine Blütenblätter formen. So. Also noch sehe ich nicht so viel von den Chamäleonfarben, aber wir wollen nicht voreingenommen sein, wir werden uns wirklich überraschen lassen. Die Farben sind eher so ein bisschen pastelliger, aber dennoch sehr, sehr schön. Ganz zum Schluss möchten wir noch unser Gelb haben. So, meine Lieben, jetzt ist ein bisschen Fingerfertigkeit gefragt. Wir heben unseren Cup. Ging sogar recht gut. Und ihr könnt jetzt schon sehen, dass die Farben zusammenfließen. Da müssen wir gar nicht so viel machen. Ein bisschen mehr Mitte. Jawohl. Okay. So, und was ich jetzt mache, nehme mir ein Rührstäbchen und versuche von außen hin die Farbe nach innen zu ziehen. Und so ein paar schöne Blütenblätter zu zaubern. Jawohl. In der Mitte sammelt sich wirklich viel Farbe an. Ja.
Mitte formen wir ganz zum Schluss natürlich noch schön aus. Hier haben wir ein bisschen eine größere Blüte. Ich glaube, die verträgt 3 Blätter. Jetzt schauen wir, ob wir das noch ein bisschen zentrieren können. Ich möchte es nicht zu sehr ausstretchen. Sehr gut. Jetzt können wir uns noch überlegen, ob wir hier vielleicht ein paar Schnörkelchen machen möchten. Sieht auch immer sehr schön und interessant aus. So. Das ist natürlich Geschmackssache. Ihr könnt diesen Step natürlich überspringen. Überhaupt kein Muss. Aber ich finde es sehr schön. Und ab und an darf man auch mal so ein kleines verspieltes Bild malen. Weiter rechts. Jawohl. So. Also gut, meine Lieben, es war ein schnelles Video tatsächlich, aber ich muss ehrlich sagen, die Farben sind schon beeindruckend. Also für meinen Geschmack sind sie noch ein bisschen dick, was natürlich nicht den Farben geschuldet ist, sondern einfach mein Mischverhältnis. Und ich muss das noch ein bisschen ausprobieren, wie man am besten damit arbeiten kann. Aber man kann wirklich gut erkennen, wie sie metallisch werden, wie die Farben ineinander übergehen. Und das finde ich schon wirklich sehr spannend. Also ich werde definitiv noch weiter austesten und sobald sie von mir approved sind, kriegt ihr auch den Link dazu. Zum heutigen Bild, es hat super viel Spaß gemacht. Ihr habt gesehen, wir haben wieder nichts gebraucht, außer das Ende von einer leeren Wasserflasche. Dementsprechend macht es zu Hause selber nach. Probiert euch aus, nehmt eure Lieblingsfarben und wenn euch das Ergebnis so gut gefällt wie mir und ihr mehr von mir sehen wollt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Für mehr solcher Videos verlinke ich euch gerne eine Playlist hier oben. Und dann danke ich euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.